Also wir sind heute hier in Grimmen. Wir verabschieden unsere Kameradinnen, die ins Krisengebiet zum Helfen fahren. Wir haben relativ kurzfristig eine Anfrage bekommen und freuen uns total, dass wir auch sehr schnell jetzt tatsächlich die Hilfe leisten können. Aus unserem Landkreis sind es 23 Kameraden, überwiegend vom DRK, Betreuungszug, Auskunftskommando und psychosoziale Notfallbetreuung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da auch Hilfe leisten können. Das machen wir zusammen mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Das freut uns auch, dass wir da diese Gemeinschaft auch tatsächlich an der Stelle leben. Und wir hoffen, dass alle sehr gut, sehr gesund uns wiederkommen und dass sie da möglichst gut helfen können.